Ausnahmezustand. 2 Stunden vor Anpfiff vor der Bremer Brücke. Auf dem Schwarzmarkt sollen Tickets für 700 Euro gehandelt worden sein. Jeder will dabei sein. 16.100 sehen es heute. Keiner passt mehr rein. Osnabrück sofort mit viel Ballbesitz. Aber dann Tesche mit dem Fehler. Und der BVB beschleunigt. Über Eberwein. Özkan, der Rechtsverteidiger, hält das Tempo hoch. Djinma guckt, super Übersicht, denn da lauert Eberwein. Michael Eberwein, letzte Saison noch für den HFC gespielt mit der Topchance. Nach 8 Minuten kühn verhindert, klasse, den frühen Stimmungsdämpfer. Tobias Schweinsteiger, 45 Punkte aus den letzten 20 Spielen. Er hat den VfL zu einem Aufstiegskandidaten geformt. 22. Minute, Osnabrück bemüht, aber weiter fehleranfällig. Und Dortmund hat Bueno. Der schickte Tatarmusch, kein Abseits. Tete Tatarmusch, jetzt gegen 2. Wieder Kühn und er ist bedient. Der VfL mit viel Risiko, das ist keine optimale Absicherung. Djemfi kann Tatarmusch nicht stoppen und Kleinhansel im Zentrum ist zu weit weg. Jan Zimmermann, seit Anfang Februar im Amt, hat den BVB wiederbelebt. Die Borussia, das beste Team der letzten 10 Spieltage. Und auch bislang besser gegen fahrige, nervöse Osnabrücker. Freistoß, Michel. Da kommt Djinma und Tesche. Der Retter in letzter Not. 136 Bundesligaspiele Erfahrung stecken in dieser Grätsche von Robert Tesche. Kurz vor der Pause, Papadopoulos, so wuchtig, so stabil, so zweikampfstark gegen Köhler. Tatarmusch und in der Luft steht Djinma. Der kann heute noch deutscher Meister werden. Einmal Bundesliga gespielt gegen RB Leipzig und Osnabrück fordert das Glück weiter heraus. Tobias Schweinsteiger, 2005 wäre er als Spieler mit Lübeck fast in Liga 2 aufgestiegen. Will er als Trainer aufsteigen, braucht es eine deutliche Leistungssteigerung seines Teams. Das ist Pfanne, der gebürtige Bautzner. Wunderbar für Justin Djinma. Dortmund führt. Djinma, 15. Torbeteiligung in den letzten 15 Spielen. Pfanne mit zu viel Platz und Djinma bundesligareif. Annahme mit rechts, Abschluss mit links. Wir machen einen Riesensprung in die Nachspielzeit. 94. Minute. Osnabrück bis dato ohne echte große Torchance. Djemfi einfach lang nach vorn. Haider gewinnt das Kopfballduell. Und das ist Simakala! Osnabrück ist zurück, aber sie brauchen noch ein Tor. Und es sind nur noch 2 Minuten. Simakala, 19. Saisontor. Ein klasse Abschluss. 96. Minute. Letzter Angriff. Wieder Djemfi. Einfach vor. Collins klärt nicht richtig. Und so kommt der Ball plötzlich zu. Jannes Wolf. Der VfL Osnabrück schafft das Wunder. Jannes Wolf, 23 Jahre alt, das Tor seines Lebens bislang. Und danach ist Schluss. Der VfL Osnabrück steigt auf in die zweite Liga und ist, na klar, überglücklich. Ja, ist ja geil, geiles Gefühl. Gab es irgendeinen Moment, wo Sie nicht mehr dran geglaubt haben oder war ein Fünkchen Hoffnung immer dabei? Ja, gut, natürlich, wenn die Zeit abläuft, dann weiß man natürlich, es wird eng. Aber wir wussten, dass die Brücke immer ein Wunder raushauen kann. Daran haben wir geglaubt und haben wir in der 90. zu einem sehr guten Freund gebetet. Siebenmal ist der VfL Osnabrück bislang abgestiegen aus der zweiten Liga. Das ist Rekord. Heute knacken sie einen neuen. Zum 7. Mal steigen sie in die zweite Liga auf, dank
zweier Tore in der Nachspielzeit innerhalb von 130 Sekunden und auch ja, dank dieser verrückten Fans.